Der Migrationspakt und der Flüchtlingspakt haben ja in der Zeit vor Weihnachten für heftige Diskussionen und Kontroversen gesorgt. Den Migrationspakt hat Österreich nicht angenommen aus Sorge um die Souveränität unseres Landes. Den Flüchtlingspakt hingegen schon. In der Öffentlichkeit hat das heftige Reaktionen ausgelöst. Um die Kontroverse zu diskutieren, ist jetzt bei mir im KRONE-TV-Studio Dr. Christoph Pinter, der Leiter des Büros des UNHCR in Österreich. Vielen Dank fürs Dasein. Gerne, grüß Gott. Herr Dr. Pinter, erklären Sie mir doch bitte mal, was der UNHCR macht, sowohl in Österreich als auch international. Ich glaube, das ist recht einfach erklärt. Unsere Aufgabe ist es, uns weltweit um Flüchtlinge zu kümmern. Flüchtlinge sind ja Menschen, die aus Furcht vor Verfolgung, vor Menschenrechtsverletzungen aus ihrer Heimat fliehen mussten. Das tun sie dann meistens sehr ad hoc, sehr schnell, haben nichts am Leib, außer das, was sie halt noch so mitnehmen und mittragen konnten. Und diese Menschen sind einfach auf Hilfe angewiesen. Und UNHCR gemeinsam mit den Staaten, die die Flüchtlinge beherbergen, versuchen, diese Hilfe zur Verfügung zu stellen. Und da reden wir ganz praktisch von einem Dach über dem Kopf, über genug Essen, sauberes Trinkwasser, medizinische Betreuung, dass Schulen gebaut werden oder Schulen zur Verfügung stehen für Kinder. Das sind so praktische Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Jetzt ist es so, dass dieser Flüchtlingspakt eben, um den ja so eine große Kontroverse geherrscht hat, von den Vereinten Nationen angenommen wurde, auch von Österreich. Und beim Migrationspakt hat Österreich aber gesagt, nein, die nehmen wir nicht an. Verstehen Sie diese Entscheidung? Was ist denn da dieser entscheidende Unterschied, der dazu geführt hat? Ich glaube, da muss ich sagen, dass wir als UNHCR ausschließlich eine Zuständigkeit für den Flüchtlingspakt haben. Und wir finden diese Trennung zwischen Flüchtlingen auf der einen Seite und Migranten, Migrantinnen mit dem Migrationspakt auf der anderen Seite sehr, sehr wichtig, weil es sich hier einfach um unterschiedliche Personengruppen handelt. Der Flüchtling kann einfach nicht zurück in seine Heimat, ist dort verfolgt worden, der braucht Schutz. Bei Migranten ist das ja in der Regel anders. Für uns als UNHCR war es also sehr wichtig, dass dieser Flüchtlingspakt eine breite Mehrheit findet. Und wir waren sehr, sehr froh, dass nahezu alle Staaten der Welt in der Generalversammlung von der UNO diesen Pakt angenommen haben und damit ein Bekenntnis dafür abgegeben haben, dass sie in Zukunft bei dem Schutz von Flüchtlingen einfach besser zusammenarbeiten wollen und dass sie vor allem jenen Ländern, die sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen haben, mehr Unterstützung zukommen lassen wollen. Gut, aber diese Zustimmung war ja auch in Österreich nicht ohne Zweifel, sondern es gab sehr wohl auch beim Flüchtlingspakt Zweifel, ob das jetzt in die Souveränität Österreichs eingreift etc. Wenn das nicht stimmt, warum konnten Sie das nicht widerlegen oder warum konnten Sie dem so wenig entgegensetzen, warum konnten Sie die Zweifel nicht ausräumen, die da bestanden? Also Österreich hat eine aktive, sehr, sehr aktive Rolle eingenommen, als der Flüchtlingspakt entwickelt wurde. Das war ja auch zu der Zeit, als Österreich den EU-Vorsitz hatte. Und da sind wir Österreich sehr dankbar, dass hier sehr konstruktiv und lösungsorientiert mitgearbeitet wurde. Die Probleme oder Themen, vielleicht Fragen, die aufgekommen sind, dann relativ am Ende, war eben, ist die Souveränität Österreichs gefährdet, entsteht dadurch neues Recht? Und das kann man ganz klar verneinen, was den Flüchtlingspakt betrifft. Dort steht explizit drinnen, es wird kein neues Recht geschaffen. Und das war auch nicht unser Anliegen, sondern wir wollten diese Zusammenarbeit stärken. Und es wird auch kein einziger Staat verpflichtet, irgendwas zu tun, was er nicht tun will. Aber warum ist das dann beim Migrationspakt so eine Sorge, dass da neues Recht entstehen könnte und beim Flüchtlingspakt nicht? Der Unterschied zwischen dem Flüchtlingsrecht, dem internationalen und dem Migrationsrecht ist vielleicht, dass es im Flüchtlingsrecht schon die Genfer Flüchtlingskonvention gibt. Die gibt es schon seit 1951, die hat sich sehr bewährt und da gibt es ein wirkliches Rechtssystem, zu dem sich sehr, sehr viele Länder auf der Welt bekannt haben, Österreicher natürlich auch. Im Migrationsbereich fehlt das ein bisschen. Es gibt jetzt kein internationales Migrationsrecht und ich glaube, aber da muss ich jetzt ein bisschen spekulieren, weil das eben nicht ganz mein Zuständigkeitsbereich ist, dass es hier eben gewisse Ängste gegeben hat, dass dadurch, dass es noch kein Recht gibt, mit diesem Pakt ein Recht geschaffen wird. Mhm. Auch da sagen ja viele Experten, das ist nicht der Fall, aber ich glaube, das war die Sorge, die hier aufgetreten ist. Und wenn es doch eh schon die Genfer Flüchtlingskonvention gibt, wofür braucht es dann diesen Flüchtlingspakt jetzt? Beim Flüchtlingspakt geht es eben darum, kein neues Recht zu schaffen, da haben wir die Genfer Flüchtlingskonvention, sondern die Zusammenarbeit auf neue Beine zu stellen. Wenn man sich zum Beispiel ein Land hernimmt, nehmen wir den Libanon, hat 4 Millionen Einwohner, ist so groß wie Oberösterreich und hat seit über 7 Jahren 1 Million syrische Flüchtlinge. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung für so einen kleinen Staat und wir hoffen einfach, dass in der Umsetzung des Flüchtlingspakts wir jetzt die verschiedensten Akteure an einen Tisch bekommen. Das sind Staaten, das sind große internationale NGOs wie
Ärzte ohne Grenzen oder eben auch andere UN-Organisationen. Das ist aber auch die Privatwirtschaft, das ist die Weltbank, um zu schauen, was können wir denn zum einen für die Flüchtlinge im Libanon tun, damit die genug Essen haben, Trinkwasser, ein Dach über dem Kopf, aber auch, was können wir für Libanon und die Bevölkerung dort tun, weil die sind natürlich mit massiven Herausforderungen konfrontiert. Da geht es darum, dass neue Schulen gebaut werden müssen, dass die medizinische Betreuung nicht kollabiert, wenn plötzlich 1 Million Menschen mehr im Land sind, oder um so banale Dinge wie das Müllmanagement auf neue Beine zu stellen. Das klingt jetzt alles sehr positiv. Und trotzdem gab es ja im Netz, in der Öffentlichkeit, auch um diesen Flüchtlingspakt wirklich heftige Diskussionen und weite Teile der Bevölkerung, die gesagt haben, nein, den wollen wir nicht. Wenn der so positiv ist, wenn das wirklich nur, wenn da kein neues Recht entsteht und es um Zusammenarbeit geht, haben Sie dann einfach schlechte Kommunikationsarbeit geleistet, dass so breite Teile der Bevölkerung hier, dass diese Einwände nicht aufgeräumt werden konnten? Also ich glaube, man kann rückblickend immer überlegen, was man hätte besser machen können, auch in der Kommunikation. Uns war es vor allem wichtig, in der Entstehung mit den Staaten, mit Institutionen, Organisationen zusammenzuarbeiten. Da hatten wir eine sehr, sehr breite Basis und letztendlich haben wir auch in New York bei der UNO letztendlich nahezu alle Staaten dem Flüchtlingspakt zugestimmt. Das heißt, ich glaube, auf den Regierungsebenen war sehr viel Information da. Vielleicht hätte man im Vorfeld auch die Bevölkerung da oder dort besser informieren können. Ich glaube, die Gelegenheit ist noch nicht vorbei, die Gelegenheit gibt es nach wie vor. Es ist ja kein neues Recht entstanden, sondern jetzt geht es um die Umsetzung und da müssen wir einfach schauen, können wir möglichst viele Staaten, die das jetzt auch unterschrieben haben, dazu motivieren, mit uns gemeinsam daran zu arbeiten, den Flüchtlingsschutz der Zukunft besser zu gestalten. Gut, vielleicht ein bisschen weg vom Flüchtlingspakt, mehr ins Allgemeine. Wie hat sich denn Ihre Arbeit allgemein verändert nach 2015? Weil man hat ja in Österreich wirklich gemerkt, da gab es irgendwann so einen Zeitpunkt, wo die Stimmung richtig gekippt ist, um die Flüchtlingswelle herum. Hat sich das auf Ihre Arbeit als UNHCR ausgewirkt und wenn ja, wie? Da muss ich vielleicht insofern ein bisschen ausholen, als wir in Österreich natürlich eine andere Arbeit leisten als UNHCR-Kollegen, ich sage mal in einer großen Flüchtlingsoperation in Afrika oder wenn wir bei dem Beispiel Libanon bleiben. Hier ist unsere Aufgabe vor allem sehr eng mit Ministerien, Behörden, Gerichten, die mit Asylsuchenden und Flüchtlingen zu tun haben, zusammenzuarbeiten und dort zu unterstützen, wo wir vielleicht spezielle Expertise haben. Aber Österreich kümmert sich ja allein um die Flüchtlinge ohne direkte Hilfe von UNHCR und das war in den Jahren vor 2015, 2016 so und ist jetzt auch wieder so. Dazwischen war die Situation tatsächlich ein wenig anders, weil irgendwie alle von den Entwicklungen ein bisschen überrascht und überrollt worden sind. Und bei uns geht es immer sehr stark darum, zu beobachten, was passiert, zu schauen, werden internationale Flüchtlingsstandards eingehalten, aber auch sehr stark dieser partnerschaftliche Ansatz, was kann denn UNHCR mit seiner weltweiten Expertise tun, um jetzt die Regierung, die Behörden, die NGOs in dieser herausfordernden Situation zu unterstützen. Und darauf haben wir dann unser Hauptaugenmerk gelegt. Jetzt sind wir wieder zurück eigentlich bei der üblichen Zusammenarbeit mit den verschiedensten Stellen. Aber hätten Sie denn nicht, diesen Stimmungswechsel, nehme ich an, bemerkt und diese Kippe sozusagen, hätten Sie da nicht sagen müssen, wenn wir Flüchtlingen wirklich helfen wollen, dann müssen wir jetzt mehr in die Bevölkerung gehen, mehr auf Kommunikation setzen und nicht nur mit Behörden und internationalen Organisationen sozusagen im Elfenbeinturm hier agieren? Kommunikationsarbeit ist ein ganz wichtiger Bestandteil von unserer Arbeit. Es war vor der 2015er Krise so, das ist jetzt wieder so, das war mittendrin so. Gleichzeitig muss man natürlich auch berücksichtigen, dass wir hier in Österreich ein sehr, sehr kleines Büro sind, das nicht einmal 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Das heißt, dass unsere Ressourcen natürlich auch beschränkt sind. Was wir im Rahmen unserer Kommunikationsarbeit sehr wichtig finden, ist zum einen objektive Informationen zur Verfügung zu stellen, Daten, Zahlen, Fakten, weil wir gerade das Gefühl haben, in dem Bereich Migration, Flucht, Asyl wird ohnehin viel durcheinandergebracht, weil es einfach eine sehr schwierig zu verstehende Materie ist. Wer ist ein Migrant, wer ist ein Flüchtling, was ist ein Asylwerber, was ist ein Asylberechtigter, gibt es einen Asylanten überhaupt? Also all das, wo wir versuchen, ein bisschen Klarheit hineinzubringen und Aufklärung zu leisten. Das zweite wichtige Element ist aber schon auch jetzt nicht nur über Zahlen und Statistiken zu reden, sondern die Menschen hervorzukehren, weil hinter jeder Zahl steht eine Frau, ein Mann, ein Kind, vielleicht eine Familie, die eben fliehen mussten, die Hilfe brauchen und da ein bisschen zu zeigen, was ist diesen Menschen passiert, wie geht es ihnen jetzt, was haben die für Zukunftsvorstellungen, ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, aber wie gesagt, immer im Rahmen unserer möglichen Ressourcen. Vielleicht ein Blick in die Zukunft, wenn wir jetzt an die vielen Krisenherde denken, die es ja momentan gibt oder an die Klimaflüchtlinge, die ja auch nicht weniger werden. Was kommt da auf uns zu? Wo sehen Sie Europa, wo sehen Sie die Welt in 20 Jahren?
Solche Ausblicke sind immer ein bisschen schwierig. Es stimmt, die Zahl der weltweit vertriebenen Menschen, der Flüchtlinge, ist leider im Steigen begriffen. Was wir sehen, ist, dass es oft an politischen Lösungen fehlt. Also das, was es früher gegeben hat, einen Konflikt, der wurde dann irgendwann gelöst und dann konnten Menschen auch wieder zurück in ihre Heimat. Das sehen wir jetzt immer weniger. Denken wir an Afghanistan, über Jahrzehnte jetzt schon Menschen, die da auf der Flucht sind. Syrien dauert jetzt schon sehr lange und da reden wir noch gar nicht von den afrikanischen Krisen. Das heißt, das ist sicher etwas, wo wir sagen, es braucht mehr politische Lösungen, aber der UN-Flüchtlingspakt hoffen wir schon auch, dass der einen Beitrag dazu leistet, dass die Situation ein bisschen besser wird. Mit den Klimaflüchtlingen ist das eine eigene Sache. Da, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, was der Klimawandel mit sich bringt. Momentan sehen wir, dass Menschen, die aufgrund von Klimaveränderungen, also Erdbeben, Überflutungen oder Hurricanes fliehen müssen, meistens das nur innerhalb des eigenen Landes tun oder höchstens ins Nachbarland gehen. Trotzdem sagen wir, und das ist unser Appell an die internationale Staatengemeinschaft, muss man sich dem Thema irgendwie besser widmen, weil man kann ja auch diese Staaten nicht mit diesem Thema allein lassen. Da gibt es gewisse Initiativen schon, aber das ist noch ausbaufähig und da glauben wir schon auch, dass noch mehr getan werden müsste. Zurück, weil Sie gesagt haben, politische Lösungen wünschen Sie sich verstärkt. Haben Sie da welche politischen Lösungen wünschen Sie sich konkret, zum Beispiel von Österreich? Bei politischen Lösungen habe ich jetzt eher an die globalen Konflikte gedacht, dass sich jene Staaten, die am Syrien-Konflikt in irgendeiner Art und Weise beteiligt sind, zusammensetzen und sagen, so wie können wir den Frieden sicherstellen, wie können wir die Zukunft dieses Landes sicherstellen. Wenn ich jetzt an Österreich denke, was ja mein spezifischer Aufgabenbereich ist, dann sind die politischen Wünsche eher in die Richtung zu sagen, massiv weiterhin Anstrengungen zu unternehmen, dass die vielen Menschen, die seit 2015 hier Schutz bekommen haben, sich auch gut integrieren können. Ein zweiter Wunsch wäre, dass vielleicht ein neues Resettlement-Programm eingerichtet wird. Das heißt also, dass die österreichische Regierung sagt, wir nehmen ganz legal eine kleine Gruppe von Flüchtlingen aus irgendeinem anderen Land auf, um ihnen hier eine neue Chance zu geben. Zum Beispiel medizinische Fälle, die vor Ort nicht ausreichend medizinisch betreut werden könnten in Österreich, aber eine ganz normale Behandlung kriegen und vielleicht sogar geheilt werden. Und vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, um Hilfe vor Ort zu leisten. Also Flüchtlinge vor Ort zu unterstützen, die Staaten zu unterstützen, sich um die Flüchtlinge zu kümmern. Da wäre aus meiner Sicht auch noch ein bisschen Luft nach oben. Vielen Dank für das interessante Gespräch und auch an Sie vielen Dank fürs Zusehen.